Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Okay, Herbert Grönemeyer hat den Song eigentlich für Bochum geschrieben, aber Gelsenkirchen ist auch toll. Und aktuell international ein Gesprächsthema. Denn US-Talkshow-Typ Jimmy Kimmel hat über die Stadt gelästert, weil wiederum Taylor Swift da im Juli 3 Konzerte gibt. Kimmels Konter: Gelsenkirchen kennt kein Schwein. Pff, dabei hat die Stadt einiges zu bieten. Flattenburger Park noch. Der Revierpark war früher mal schön. Da gibt es so viele Sachen. Einkaufsmöglichkeiten nicht, aber zum Spazierengehen, so ein bisschen in den Parks. China oder Indien oder lecker lecker oder 1-Euro-Job, Teddy, Kodi. Gelsenkirchen nicht schön, aber Sie sehen ja, was hier. Nee, also Touristen. Trotz einer Rekordarbeitslosenquote von über 14%. Die Ruhrgebietsperle ist sich ihrer Stärken zumindest ein bisschen bewusst und hat deshalb eine Tourismusoffensive gestartet, damit mehr Menschen hierher kommen, damit der Welt die Stadt gefällt. Dirk Slawetzki vom Stadtmarketing weiß, für die 3 Taylor Swift-Konzerte im Juli kommen fast 200.000 Fans in die Schalke-Stadt. Aber hier gibt es so wenig Übernachtungsmöglichkeiten. Viele schlafen deshalb in Essen, Bochum oder Oberhausen. Slawetzki will sie überzeugen, für ein paar Tage in Gelsenkirchen zu bleiben. Warum sollten Sie das tun? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also man kann jetzt vielleicht von Gelsenkirchen keine Altstadt wie in Düsseldorf erwarten, aber es gibt natürlich den Bereich der Industriekultur bei uns über die Zeche Nordstern abgedeckt. Man kann viel mit dem Rad erleben. Für Familien zum Beispiel ist die Zoom-Erlebniswelt spannend. So ist auch geplant, während der EM im Sommer temporäre Campingplätze anzubieten für Touristen, die Urlaub in Gelsenkirchen machen. Reisebürochef Darius Schawalczyk freut sich schon drauf, denn auch er kennt die Attraktionen der Stadt. Es gibt ja in der Gelsenkirchen einige Sehenswürdigkeiten und die Nähe zu anderen großen Städten, Essen, Dortmund, bietet das auch, ja. Also der große Vorteil ist die Nähe zu anderen Städten? Auch. Und einige der knapp 265.000 Gelsenkirchener packen mit an, wie Chaid Khalaf. Der Chef des Luxussalons in der Hauptstraße hat jetzt schon Kunden aus ganz Deutschland. Für die internationalen Gäste hat er sich was Besonderes ausgedacht. Ich finde, wenn die Stadt Gelsenkirchen mehr Touristen locken will, dann am besten überall Rabatt, auch bei mir. Wenn zum Beispiel jetzt irgendwo Touri reinkommt, dass sie auch Rabatt kriegen, 1-2 Euro irgendwie billiger. So halt. Also, Gelsenkirchen ist bereit. Gelsenkirchen freut sich auf die Touris aus der ganzen Welt. Jetzt kommt in Scharen Taylor Swift. Kommt er schließlich auch.